Guten Tag, Sie sehen hier eine Kataraktoperation bei einem Kind. Zunächst werden zwei Zugänge angelegt zum hinteren Augenabschnitt, die später in der Operation benötigt werden. Jetzt wird die vordere Augenkammer nach einer Eröffnung mit einem Gel gefüllt und im nächsten Schritt wird die vordere Linsenkapsel kreisförmig vorsichtig durch Zug eröffnet. Nun wird der Linsenkern abgesaugt. Und anschließend erfolgt die Absaugung der Linsenrinde, sodass nun langsam alle Trübungen komplett entfernt sind. Jetzt wird die Linsenkapsel noch etwas poliert und es wird erneut ein Gel eingegeben. Und dort, wo vorher die getrübte Linse war, wird jetzt die Kunstlinse implantiert. Da es ein Kind ist, wird zur Sicherheit die Öffnung am Hornhautrand zugenäht und wenn dies erfolgt ist, wird dann im zweiten Schritt eine Infusion angelegt und nun mit einem speziellen Gerät der vordere Glaskörper entfernt und die hintere Linsenkapsel eröffnet, womit dann die Operation beendet ist.